Hallo und willkommen hier wieder zu den Yu-Gi-Oh! News. Und zwar haben wir drei neue Link-Monster hier. Und zwar öffnen wir halt mal das Bild. Sehen wir hier eine Art Schmetterling, eine Frau in einer Art Kokon und hier noch ein Mann in irgendeinem Gefängnis. Ja, aber was genau sind das für welche? Also, die erste ist Insektor Picophalena. Link 2, Finsternis, Insekt, Link, Effektmonster natürlich, mit leider nur 1000 Angriff, jetzt nicht so gut. Die Link-Marker sind natürlich links unten und rechts unten. Und Link-Materialien braucht es 2 Insektenmonster. Also ist mal schon für Insektenmonster gut, weil die haben ja eh jetzt dann bald Support wieder mit den Karten von Weevil. Und ja, die können das sehr gut auch nutzen wahrscheinlich. Mal lesen den Effekt. Man kann den Effekt nur einmal pro Spielzug aktivieren. Und wenn diese Karte als Linkbeschwörung beschwören wird, man kann eine Karte abwerfen, dann eine andere Insektenmonster-Karte, die was man kontrolliert, auswählen. Ein Insektenmonster vom Deck damit ausrüsten. Als Ausrüstungszauberkarte. Okay, nicht so schlecht eigentlich. Man wirft mal eine Karte ab. Dann wählt man ein Insektenmonster, was man kontrolliert, und rüstet es mit einem anderen Insektenmonster vom Deck als Ausrüstungszauberkarte aus. Mit diesem Effekt. Und achso, und diese Zauberkarte bekommt diesen Effekt halt. Das ausgerüstete Monster bekommt 500 Angriff und Verteidigung. Okay, und der zweite Effekt ist, man kann 3 Insektenmonster im Friedhof wählen, diese ins Deck mischen und eine Karte ziehen. Das ist gar nicht so schlecht, das ist nicht so schlecht. Draw Power braucht man immer, und bei Insekten, glaube ich, gibt es eh nicht so viel. Und das bringt schon ein bisschen mehr Schwung ins Leben. Außerdem 2 hat man ja recht leicht, weil man sie ja zuerst beschwören muss mit 2 Insektenmonster. Und eine Karte dann noch abwerfen, dann hat man schon 3 Insektenmonster auf dem Friedhof, kann schon eine Karte ziehen. Und man kann sie auch selber wahrscheinlich ausrüsten. Und dann bekommt sie 500 Angriff und Verteidigung. Ein bisschen mehr als diese 1000. Aber, naja, bringt auch nicht so viel, aber naja. Okay, dann die zweite Karte. Madu Genten Crowley oder Crowley Prophet of Prophecy, Aeon of Prophecy. Ist wahrscheinlich der, oder? Der Mann mit diesen komischen Gebilde rundherum. Ist ein Link 2 Wiederfinsternis Magier Link Effekt Monster mit auch nur 1000 Angriff. Die Link Zeiger Pfeile sind auch wieder links unten und rechts unten. Link Material braucht nur 2 Magier Monster. Nicht so schlecht. Und also das kann man eigentlich auch im Magier-Pendel benutzen, einfach so für die 2 Link-Marker. Und man kann diesen Effekt nur einmal pro Spielzug benutzen, also den ersten Effekt. Der erste Effekt ist diese Karte, wenn diese Karte als Linkbeschwörung beschworen wird, man kann 3 Spellbooks, Magiebücher heißen die ja, auf Deutsch, Karten mit verschiedenen Namen vom Deck. Vom Deck wählen, also zeigen, der Gegner nimmt irgendeine Wahl los, also sie werden ein paar Decks sozusagen gelegt, er muss eine ziehen und diese darf man in die Hand geben und der Rest wieder zurück ins Deck mischen. Ist nicht so schlecht, ist nicht so schlecht. Und jede Runde, also jede Runde kann man ein Level 5 oder höher Magiermonster als Normalbeschwörung beschwören, ohne Tribut anzubieten. Das ist auch nicht so schlecht. Da kann man wirklich hohe Magiermonster da ins Deck geben und die beschwört man einfach so. Sie werden nicht mal als Spezialbeschwörung beschwört, sondern als Normalbeschwörung. Und die letzte ist eine Shadal Nephilim oder Shadal Construct. Das ist die hier. Die Kokon. 2, also Link 2, Licht, Fee, Link Effektmonster mit 1200 Angriff. Ja, die Linkzeiger sind Mitte links und Mitte rechts. Das heißt, nicht hier da unten, sondern ja, hier. Hier sieht man es jetzt ein bisschen genauer.
Ja, okay. Liquid 3 und 2 Flipmonster. Oh, Subterra oder. Okay, lassen wir das. Man kann den Effekt, den ersten, zweiten, nur einmal pro Spielzug, also einmal pro Spielzug, ja, aktivieren. Und während der Main-Phase, man kann eine Fusionsbeschwörung mit einem Shadow-Fusionsmonster, also vom Extra-Deck, also als Fusionsbeschwörung beschwören. Und dabei benutzt man nur Monster von der Hand oder von der Seite, also vom Feld auf deiner Seite als Fusionsmaterial. Ist jetzt nicht so schlecht. Eine Monster, was eine Fusion machen kann. Überhaupt, weil das ja auch eine Shadow ist und mit Licht. Attribut. Okay, dann der Zeiteffekt ist, wenn diese Karte im Friedhof ist, man kann eine Shadow-Karte in der Hand oder offen vom Feld auf den Friedhof legen und dann diese Karte als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören. Wow! Eine Fusion, die was sich einfach wieder zurückholt und dann hat man wieder ein Monster und man kann wieder eine Fusion machen. Das ist ja cool. Ich meine, man muss eine andere Karte dafür auf dem Friedhof legen, aber ich glaube, das ist nicht so das Problem. Damit man halt hier ein. Jetzt verstehe ich auch die Linkzeiger da, weil wenn sie auf Friedhof ist, dann kommt sie ja wieder vom Friedhof dann aufs Feld und am Feld ist sie in der Main-Monster-Zone sozusagen. Und verlinkt da dann die extra Monsterzone und man kann da wieder was beschwören. Das ist cool. Ja, und das war's auch schon wieder mit den drei. Aber wir haben hier noch eine, die Summon Sorceress. Und ja, sie ist ein Finsternis-Magier-Monster Link-Effekt mit Link 3. Hier links unten, rechts unten und oben. Man braucht zwei Monster mit denselben Typ außer Tokens. Aber immerhin zwei Monster nur, also ja. Man kann den Effekt dieser Karte nur einmal pro Spielzug aktivieren, also den zweiten Effekt. Der erste Effekt ist, wenn diese Karte als Linkbeschwörung beschworen wird, man kann ein Monster von der Hand in Verteidigungsposition als Spezialbeschwörung in die gegnerische Zone, wo diese Karte hin zeigt. Also sie sollte dann zumindest in die Extra-Deck-Zone beschwört werden, weil sonst kann sie ja den Effekt nicht wirklich aktivieren. Und dann kann der Gegner, also nein, er darf selber ein Monster von der Hand dorthin beschwören. Ja, okay. Aber es ist 2400 Angriff. Nehmen wir etwas. Dann der Zeiteffekt ist, was man halt nur einmal aktivieren kann. Man kann ein offenes Monster wählen, wo diese Karte hinzeigt. Also vielleicht das, was man ihn gerade beschwört hat. Dann ein Monster als Spezialbeschwörung mit demselben Typ vom Deck in die Verteidigungsposition in eine Zone, wo diese Karte hinzeigt. Aber der Effekt ist annulliert. Also irgendwie ja, irgendwie nein. Vielleicht gibt es da ein paar Tricks und Tipps und was weiß ich, Kombos mit der Karte, aber ich finde sie nicht so gut. Meines Erachtens nach. Okay, jetzt war es wirklich das mit den Link-Monstern und dann bis zum nächsten Mal.